Heute wird's heiß. Servus und grüß dich auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Heute darf ich euch was ganz Spezielles vorstellen, wo ich schon lange damit geliebäugelt habe. Und kurz vor 10 Minuten ist der Postbote gekommen, hat es vorbeigebracht, wollte eigentlich die Tage das Video erstarten, aber mir hat es so gut gefallen, ich muss es jetzt gleich mal testen. Und zwar geht es um einen Brandstempel. Ich möchte meine Beuten sichern gegen Diebstahl zum Beispiel. Wenn auf jeder Beute mein Logo drauf ist, meine, sage ich mal, Signatur, dann mache ich es jedem Dieb ein bisschen schwerer. Der sagt vielleicht, nee, das ist mir zu viel Arbeit. Und ich habe hier einen ganzen schönen bekommen. Ich mag den noch gar nicht einsetzen. Der ist noch picopello neu. Ich zeige ihn dann euch mal. Das Ganze ist hinten verbaut mit dem Griff. Vorne ist er aus Messing. Und erhitzt wieder eben durch eine externe Hitze. Zum Beispiel jetzt bei mir ist das ein Gasbrenner. Das Ganze kann man auch elektrisch bestellen. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal, schaut euch mal das an. Also echt eine Schau. Das ist jetzt hier das Logo selber. Gefällt mir wirklich gut. Bin begeistert. So soll es dann aussehen, wenn es aufgesetzt wird. Sieht man das? Stellen wir scharf da. Ja, genau, so soll es aussehen. Und das probieren wir jetzt mal gleich mal aus. Das Ganze wird von hinten erhitzt. Wie gesagt, also man kann es auch, wenn man jetzt so eine externe Wärmequelle nicht nutzen möchte, auch elektrisch bestellen. Ich teste das Ganze jetzt mit Feuer und bin schon wirklich, wirklich gespannt auf das Ergebnis. Bisschen mehr Power. Schauen wir mal. Hammer. Jetzt testen wir gleich, ob das nochmal geht, ob das die Wärme ausreicht oder ob wir nochmal aufhitzen müssen. Wird nochmal gehen, sehr schön. Dann hitze ich das Ganze nochmal gleich. Machen wir nochmal einen Probestempel. Drauf noch. Das Eck möchte ich das gerne haben. Also Hammer, mir gefällt's. Ich zeige euch das fertige Ergebnis gleich. Aber es sieht echt top aus. Das Gute an so einem Brandstempel ist, ich kann ja alles markieren. Wenn man eine Holzbeute hat, kann ich die Deckel markieren, ich könnte sogar die Rähmchen markieren. Also wenn man es ganz genau nimmt, die Böden. Und ich sag mal, das ist schon ein Diebstahlschutz. Weil wenn der Dieb sieht, überall, oder der wo das eben klauen möchte, überall ist ein Logo drauf. Und ich müsste überall das rausschleifen oder lackieren. Es ist sicherlich kein 100% Schutz. Aber es schreckt schon mal ab. Weil wenn ich jetzt da so 10 Beuten stehen habe und überall ist mein Logo drauf, überall auf den Beuten, auf dem Deckel, im Boden, finde ich das schon mal ein richtig guter Schutz. Zum Beispiel den Deckel möchte ich jetzt auch noch gleich markieren und dann zeige ich euch noch das fertige Ergebnis. Mir gefällt es wirklich sehr gut, schaut super schön aus und sagen wir, zeitlich ist das kein großer Aufwand, dann haben wir die ganzen Beuten markiert. Ich werde mir noch, wie gesagt, ich habe es ja nicht erwarten können, ich muss es jetzt gleich ausprobieren, aber ich werde mir noch irgendwas bauen, dass das quasi da oben aufliegt. Vielleicht
schneide ich mir da eine kleine Rundung aus beim Flammenwerfer selber, dass es da drin liegt. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ich flex mir da einfach eine kleine Nut, dem tut es nicht weh und ich kann es da drin, sagen wir mal, reinlegen und brauche ja, das nicht halten. Das werden wir so, das werden wir noch basteln, aber das ist kein Aufwand. Also die Firma Dein Brandstempel.de hat wirklich ordentlich gearbeitet, sieht sehr schön aus. Kann es nur wirklich weiterempfehlen, da gibt es nichts zum Meckern. Ich blende euch mal das Logo ein, beziehungsweise unten steht natürlich auch der Link dazu, wo ihr das auch bekommen könnt. Wie ich verstanden habe, könnt ihr auch da verschiedenste Arten an Logos, an ja, Namen eingeben, die sind da sehr flexibel. Also ich bin mit dem Ergebnis wirklich mehr als zufrieden. Wir haben hier eins, da war ich ein bisschen selber schuld, das muss ich noch ein bisschen üben. Ich muss natürlich gleichmäßig den Druck verteilen. Die Firma hat zwar gesagt, auf Styropor funktioniert das nicht ordentlich, aber testen muss ich das jetzt. Ich hole mir mal eine Styroporplatte, also ich habe das nur bei der Mini Plus, und dann testen wir das mal. Ich bin da jetzt echt gespannt. Ich hoffe, ich versaue mal das Ganze nicht. Wo ist oben, wo ist unten? So, dann testen wir das Ganze mal. Schauen wir mal, wünscht mir Glück. Hey! Da muss ich gleich nochmal was ausprobieren. Ich muss jetzt sagen, ich bin auch beim Styropor positiv überrascht. Das funktioniert gar nicht mal so schlecht. Bei der Apidea, da ist eher, bei der Apidea ist eher nichts, muss ich jetzt gleich mal dazu sagen, da sieht man es nicht gut. Aber alles, was Styropor ist, jetzt zeige ich euch das mal. Das Coole ist, wenn es schon bemalen ist, dann sticht natürlich das Weiße wieder vor. Wenn man da gleich ein bisschen Übung drin hat, dann ist das richtig, ein richtig gutes Kennzeichen. Vor allem eine gute Kennzeichnung, wenn man auf Belegstelle damit fährt, zum Beispiel mit der Mini Plus oder so, dann ist eine Verwechslung wirklich ausgeschlossen. Und die Arbeit selber ist wirklich sehr hochwertig. Das ist eine Messingplatte rausgefräst mit, sagen wir mal, mit einem Steg, mit einer Vertiefung, damit das quasi auch stabil ist. Die Oberfläche ist zwar, also der Schriftzug ist rausgefräst, aber nicht bis nach unten. Somit hat das Ganze auch eine gewisse Stabilität und ihr braucht nicht Angst haben, dass irgendwie der Buchstabe irgendwann abbricht. Überhaupt nicht, das ist wirklich sehr hochwertig. Wenn ihr dazu auch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben unter den Kommentaren oder ihr schreibt auch direkt die Firma Dein Brandstempel die an. Die helfen euch da sicherlich gern weiter. Ich werde das noch ein bisschen Balten markieren. Das lasst mir jetzt gar nicht mehr los. Sag Dankeschön fürs Vorbeischauen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen. Ansonsten, für's euch und ein anderes Mal.